Ein Transporter vom Roten Kreuz auf den Straßen von Sierra Leones Hauptstadt Freetown. Wir sind unterwegs mit einem Spezialteam der Hilfsorganisation. Das hat vor allem eine Aufgabe, an Ebola-Verstorbene abzuholen und zu beerdigen. So schnell wie möglich, denn die toten Körper sind hochgradig ansteckend. Deswegen dürfen wir in dem Wagen auch nicht mitfahren. Seit Wochen ist es der gleiche traurige Alltag für die Helfer. Morgens um 10 Uhr sammeln sie sich vor dem Hauptquartier des Roten Kreuzes. An manchen Tagen haben sie ein oder zwei Leichentransporte vor sich, an anderen ein halbes Dutzend. Ihr Teamleiter Desmond Rees hat bei der Arbeit schon vieles miterlebt. Am schwierigsten ist es, wenn du in eine Gegend kommst, in der die Menschen nicht glauben, dass Ebola existiert. Manchmal schmeißen sie Steine nach dir und bekämpfen dich. Ihr erster Einsatz führt sie in einen Vorort von Freetown. Sie haben einen Anruf bekommen, dass dort vor kurzem ein an Ebola Erkrankter verstorben sein soll. Die Arbeit der Helfer ist belastend. Gerade erst hat eine Nachricht aus dem Nachbarland Guinea die Runde gemacht. Dort wurde ein Helferteam von Dorfbewohnern ermordet. Sie glaubten, Ebola sei eine Erfindung des Westens und die Helfer wollten sie umbringen. Die Rotkreuzhelfer befürchten, dass ihnen auch in Sierra Leone Ähnliches passieren könnte, denn auch hier gibt es viele Gerüchte über die Krankheit. Desmond Rees hat aber erst einmal andere Probleme. Hier sollten wir die Leiche abholen, aber wir wissen nicht genau, in welchem Haus sie ist und wir haben auch keine Kontaktnummer. Deshalb müssen wir herumfragen. Das Team teilt sich in Gruppen auf und macht sich auf die Suche. Doch egal, wie viele Menschen sie in der Nachbarschaft fragen, keiner will etwas von einem verstorbenen Ebola-Kranken wissen. Überall Misstrauen, überall Schweigen. Nach einer halben Stunde zieht das Team unverrichteter Dinge ab. Am nächsten Einsatzort wird es für die Helfer noch schwieriger. Wir können nur heimlich filmen. Die Familie ist vom Schmerz überwältigt, will den Toten selbst beerdigen, obwohl sie eigentlich wissen müsste, wie infektiös die Leichen sind. Auch hier kommen die Helfer heute nicht weiter. Nur ein paar Kilometer entfernt, im Zentrum der Hauptstadt, kämpft der deutsche Arzt Gunnar Urban gegen das tödliche Virus. Zusammen mit einem Kollegen ist der Infektiologe für die deutsche Hilfsorganisation Kap Anamur in Sierra Leone. Überall im Land fehlen Isolierstationen, in denen Ebola-Kranke medizinisch versorgt werden. Der Mediziner baut jetzt für eine Kinderklinik eine solche Station auf. Erster Bereich ist Verdachtsfälle Ebola, zweiter Bereich ist wahrscheinlicher Ebola-Fall und im dritten Bereich haben wir die schon vorher bekannten, bestätigten Ebola-Fälle. Also das heißt, wir stehen hier bei den wahrscheinlichen Fällen. Genau. Schon in wenigen Tagen soll der Betrieb der Isolierstation starten. Eigentlich fast unmöglich. Aber alle Arbeiter sind fest entschlossen, den Zeitplan einzuhalten, sagt uns der Architekt der Anlage. Wir arbeiten von morgens bis Mitternacht und dann kommen wir am nächsten Morgen wieder. Wir wollen unserem Land helfen. Gunnar Urban erklärt uns den Grund für den Zeitdruck. Solange die Isolierstation für Ebola-Patienten nicht fertig ist, kann auch der normale Betrieb der Kinderklinik nicht weitergehen. Zu groß ist die Ansteckungsgefahr für Ärzte, Pflegepersonal und andere Patienten, wenn die Ebola-Kranken nicht streng isoliert behandelt werden. In der Tat, in der Kinderklinik ist niemand zu sehen. Als hier vor einigen Wochen die ersten bestätigten Ebola-Fälle bekannt wurden, verließen viele Ärzte und Patienten fluchtartig das Krankenhaus. Schwester Stella erinnert sich. Ich war so traurig und ich hatte Angst. Abends war ich immer noch in Gedanken bei der Ebola-Patientin. Gott sei Dank ist mir nichts passiert. Es ist ein Dilemma. Lässt man die Klinik geschlossen, sterben Kinder an eigentlich behandelbaren Krankheiten wie Malaria.
Öffnet man die Klinik ohne funktionierende Isolierstation, setzt man alle der tödlichen Ebola-Gefahr aus. Eine Situation, mit der auch Schwester Stella schwer klarkommt. Das Nichtstun macht uns mürbe. Diese Worte verfolgen uns noch, als wir Desmond Rees und sein Rotkreuz-Team wieder treffen. Sie sind inzwischen zu einer der größten Ebola-Isolierstationen der Stadt gefahren. Hier sind heute 3 Patienten gestorben. Sie müssen abgeholt werden. Jetzt muss jeder Griff sitzen. Sie wissen, was sie tun. Erst ziehen sie 2 Paar OP-Handschuhe an, dann ziehen sie noch feste Handschuhe drüber, um ihre Hände zu schützen. Mehr als 200 Ärzte, Pfleger und Helfer haben sich in den letzten Monaten in Westafrika mit Ebola infiziert, weil die Schutzmaßnahmen unzureichend waren. Bis zu 50 Euro kostet ein solcher Anzug. Nach jedem Einsatz muss er entsorgt werden. Und länger als eine halbe Stunde hält man es in ihm kaum aus. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber wir müssen es für unser Land tun. Es ist doch bestimmt heiß in dem Anzug. Ja, sehr heiß. Wie in der Hölle. Was nun folgt, ist der gefährlichste Teil der Arbeit der Helfer. Sie machen sich auf den Weg ins Innere der Isolierstation. Wir müssen draußen warten. Ohne Schutzanzug dürfen wir dort nicht drehen. Außerdem könnten wir unsere Kamera danach nicht mehr benutzen. Rund eine halbe Stunde wird es dauern, bis die Mitarbeiter alle 3 Leichen abgeholt haben. Während des Wartens werden wir Zeuge einer bedrückenden Szene. Eine offensichtlich traumatisierte Ebola-Patientin bricht aus der Isolierstation aus. Umstehende Pfleger und Sicherheitskräfte sind überfordert. Ein Polizist verliert die Nerven. Wir verstehen die Angst der Menschen, kann doch jeder zu enge Kontakt mit der Frau ein Todesurteil sein. Sie kam einfach raus, das macht die Infektion mit ihr. Sie weiß also nicht, was sie tut? Ja, sie weiß es nicht. Aber es ist eine sehr schwierige Aufgabe, damit umzugehen. Es müssen einfach Leute in Schutzanzügen kommen und sie dann zurück auf die Station tragen. Erst nach über einer halben Stunde wird die völlig erschöpfte Frau zurück auf die Isolierstation gebracht. Kaum vorstellbar, welche Qualen sie auszuhalten hat. Zurück in der Kinderklinik. Schlechte Nachrichten für Arzt Gunnar Urban. Obwohl die Ebola-Isolierstation noch nicht fertig ist, zwingt das Gesundheitsministerium die Klinikleitung, das Krankenhaus wieder zu öffnen. Schon am nächsten Tag. Für den deutschen Arzt eine unverantwortliche Entscheidung. Sobald der erste Ebola-Verdachtsfall hier im Krankenhaus ankommt, wissen wir nicht, wohin mit dem. Das heißt, es gibt keine hygienischen Standards zurzeit, die umgesetzt worden sind, diesen Ebola-Patienten auch korrekt zu isolieren, also sich zu schützen, also ihn zu schützen und die anderen vor ihm zu schützen. In Crashkursen lernen die Mitarbeiter den Umgang mit den Schutzanzügen. Die Teilnehmer müssen sich schon bald auch um mögliche Ebola-Verdachtsfälle kümmern. Für viele ist es das erste Mal, dass sie solche Anzüge anziehen. Der Trainer sieht es als Fortschritt, dass sie inzwischen überhaupt Schutzausrüstung haben. Seit dem Beginn der Epidemie sind viele Ärzte und Pfleger in Sierra Leone gestorben, weil es nicht die richtigen Schutzmaßnahmen gab. Und viele wussten nicht, wie man richtig mit vorhandener Ausrüstung umgeht. Deshalb ist es so wichtig, dass jetzt diese Trainings stattfinden. Wir sind beeindruckt von den Teilnehmern. Sie wissen genau, welcher Gefahr sie sich aussetzen. Ich bin Sierra Leone. Ich kann nicht einfach meine Leute sterben sehen. Ich habe keine Angst. Am nächsten Morgen ist der Andrang der Patienten gewaltig. Mütter kommen mit ihren kranken Kindern, die seit Wochen nicht behandelt wurden. Alles geht durcheinander. Keine Pfleger und Ärzte, die sich um die Patienten kümmern. Niemand, der schaut, ob es unter den Kranken Ebola-Verdachtsfälle gibt.
Der Chefarzt der Klinik ist nervös. Ich bin schon ein wenig überrascht, dass so viele Patienten kommen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was hier in den nächsten Tagen los ist. Das wird noch ein Problem werden. Gegen Nachmittag läuft es schon ein wenig geordneter ab. Inzwischen haben sich Krankenschwestern am Eingang postiert und führen eine erste Aufnahmeuntersuchung durch. Trotzdem ist keinem klar, wie es in der Kinderklinik weitergehen soll. Auch wenn es heute noch keinen Verdachtsfall gab, über allem schwebt die Angst, dass auch ein Ebola-Kranker unter den Patienten sein könnte und sich das Virus in der ganzen Klinik ausbreitet. Für das Leichenmanagement-Team vom Roten Kreuz geht ein weiterer anstrengender Arbeitstag zu Ende. 4 Tote haben sie abgeholt. Jetzt bleibt nur noch der letzte Schritt, die Beerdigung. Und das ist den Helfern wichtig. Immer wieder betont Desmond Rees, dass alle Toten eine angemessene Bestattung bekommen. Wir bringen sie nicht einfach nur schnell unter die Erde. Wir zollen ihnen unseren Respekt und beerdigen sie würdevoll. Vor 10 Monaten wurde das erste Ebola-Opfer in Westafrika registriert. Es ist kaum vorstellbar, was die Helfer vom Roten Kreuz hier in Sierra Leone alles aushalten, wie viel Mut und Kraft sie aufbringen. Uns hat das beeindruckt. Auch der Einsatz der Helfer aus dem Ausland. Sie alle setzen ihr Leben aufs Spiel, um zu verhindern, dass die tödliche Ebola-Seuche das ganze Land zerstört.